Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück im Resort und immer noch irgendwo der Sebastische. Hey. Irgendwo, wo bist denn du? Oh, auf dem Weg. Auf dem Weg. Ja. Das ist eine genaue, präzise Angabe. Okay, ja. Ich habe überlegt und überlegt und überlegt. Eigentlich habe ich gar nicht lange überlegt, da wir ja gar nicht lange Zeit hatten jetzt hier. Bin da. Wo bist du? Hab mich verlaufen, Menschheit. Ich wollte gerade sagen, hä? Also du bist nicht bei mir. So absolut nicht. Ich bin beim nicht. Edelstahl, glaube ich. So, hier machen wir auch Holz in den Boden. Ich habe doch eine langsame Schaufel. Das noch? Das weg. Halt. Gut, jetzt habe ich natürlich keinen Schwarzeichenzaun, ne? Ich habe nur Birkenzaun. Ich würde hier mal eben eine Ich habe ja auch noch genügend hinstellen. Schwarzeichen, um zu machen. Ja, vielleicht nehmen wir auch einfach Gitter. Aber Gitter für eine Box, für eine Schweinebox? Hm. Ja, das finde ich auch nicht sehr cool. Nee, ne? Irgendwie nicht so wirklich. Also für die Mitte vielleicht zum Abtrennen von den Boxen, okay. Aber hier vorne brauchen wir definitiv Zaun. Gut, ich habe kein Birkenholz mehr. Wenn du... Ja, ich habe noch genügend Birkenholz. Wenn du dann hier auf dem Weg bist, also zu hier gibt's. Kommst du. Okay. Ich bin jetzt ja auch schon auf dem Weg. Gut. Ich bin hier. Da bin ich ja. Aber warte mal, da habe ich ja schon hingestellt gehabt. Da mache ich hier schon mal ein paar Treppen. Und dann gucken wir mal, wie wir hier am besten auf den Gang drüber kommen. Also, ne, so würde ich das machen. Hier haben wir genügend. Okay, halt, stopp. Ich kann gar nicht so viel einsammeln. Danke. Ich mache mal eine Kiste, wo ich das Zeug hinstelle. Alle reinpacke, was ich brauche. So. Okay. Das brauche ich jetzt. Halt, und ich brauche Birkenholz. Das habe ich da. Hier habe ich auch noch welches. Ne, jetzt habe ich erstmal genug. Das soll ich dir irgendwie jetzt helfen? Ja, du könntest da hinten den anderen Stall abbauen. Hast du eine Axt dabei? Ja, sogar zwei. Eine Diamant-Axt, die fast kaputt ist. Gut. Das ist gut. So. Jetzt ist die Frage. Reicht das? An was? Höhe? Ja. Die zweieinhalb finde ich ein bisschen zu. Also, man wäre aber sonst auch schon zu weit weg, ne? Von den Tieren irgendwie. Wenn ich jetzt hier das in dieser Höhe mache, das ist ja nur der Gang. Der Stall an sich bleibt ja weiter, also nach oben hin offen. Das ist ja hier nur der Pflegergang, der dann so ein bisschen niedrig ist. Also ich glaube, dass man damit leben kann, ne? Ja. Ja, ich denke schon. Okay, dann machen wir das so. Dann machen wir hier mal den Gang. Und den tun wir dann schön mit Glasscheiben abgrenzen. Damit man eben freie Sicht hat. Und trotzdem, dass eben ein Schutz für die Tiere da ist. Und dann würde ich nämlich hier dann aus dem Stall rauskommen und quasi oben drüben, also so bleiben wie bei den Pferden auch, dass man eben da dann so einen Übergang hat, genau. Übergang war das richtige Wort. Die Wortsuche. So. Das ist irgendwie... Wir schauen mal. So. Ja, wir müssten hier jetzt ja dann auch noch die... Jetzt wird's kompliziert. Jetzt wird's wirklich kompliziert. Ich brauch mal Zaun, um das Ganze jetzt hier einfach mal zu... testen.
So. Schweine brauchen ja nur ein Breit, ne? An Dings. Okay. Das so machen, sollte das ja erstmal passen. Und jetzt müssten wir ja eigentlich theoretisch hier oben nochmal mit Schwarzeiche lang, damit wir dann eben auch das Glas machen können, damit die Tiere abgeschirmt sind. Also ich würde das wirklich ungern offen lassen, denn ich glaube nicht, dass das für die Schweine so toll ist, wenn die Besucher da ihr Müll reinschmeißen können. Ja. Warte mal, wir gucken mal, wie wir das hier hinkriegen. Ah, hier ist jetzt natürlich ein Loch drinne. Aber das könnte man jetzt ja hier auch einfach erstmal nochmal zumachen, ne? Es muss ja nicht alles 100% passen. Also, so. Und dann hier. Hab das ganze Heu abgebaut, aber jetzt brauche ich noch weiter nach oben. Machen wir das einfach so. Und dann machen wir hier eine Doppeltür rein. Dann ist halt diese Box so ein bisschen anders wie die anderen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das ist okay. Hier kommt eh noch die Glasscheibe hin, wo man dann von draußen eben gucken kann. Und dann hat man hier halt, ja, so. Das Ganze so. Das fände ich in Ordnung. Erstmal so. Okay, wir gucken mal, wie sich das am Ende macht. Ich bin da noch sehr, sehr unsicher gerade. Ob das alles so wirklich toll ist. Aber wir werden sehen. Also hier kommen auf jeden Fall auch noch Fenster auf diese Seite. Müssen aber erst gucken, wie hoch wir letztendlich alles machen und wo dann die Fenster hinkommen. Erstmal zumachen. Oh, ich habe gar kein Holz mehr dabei. Was brauchst du denn für Holz? Ich habe ja hier in der Kiste. Birkenholz brauche ich. Hätte ich ja auch noch. Ich komme hier nicht hoch. Ach so, klar, natürlich nicht. So, erstmal. Hast du vielleicht noch eine Axt? Bitte? Hast du vielleicht noch eine Axt? Ich habe nur meine. Ja, dann meine beiden gehen schon fast. Hast du keine Diamant-Axt? Hatten wir dir keine gemacht? Doch, aber die ist auch fast kaputt. Ach echt schon? Ja. Wegen dem Holzfällen. Okay. Ja, jetzt müssen wir dir halt eine neue machen. So. Genau. Das haben wir jetzt. Also hier geht es natürlich noch ein bisschen höher. Ein, zwei Stüfchen und dann machen wir das Dach dran. Und hier machen wir das dann mit Glas. Nein, wo ist denn jetzt die Glas? Da. So, ne? Aber auch nicht nur eins hoch, sondern ich denke, das werden wir auf jeden Fall zwei hoch machen. So, dass man eben nichts drüber schmeißen kann. Ich glaube, das ist ganz nett. Und so hat man dann auch einen ganz netten Einblick in die, Boxen. Das finde ich ganz gut. Das gefällt mir. Okay. Dann, brauchen wir noch Birkenholz. Machen wir nämlich erstmal die. Die ist komplett fertig hier. So, mal gucken, wie hoch das Ganze am Ende sein sollte. Ich denke noch eins höher, ne? Weil ich eigentlich nicht möchte, dass die Besucher da mit eingezogenem Kopf langlaufen müssen. So sollte das passen. Und dann fangen wir mit dem Dach an. Und da machen wir auch ein ganz normales Dach drauf. Vielleicht nicht unbedingt ein Flachdach, mega Spitzdach, sondern auch eben mit so Halbstufen. Auch wenn wir jetzt schon ziemlich hoch sind. Gut, machen wir zwei hoch. Ja, doch zwei hoch ist gut. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal hier,
was. So, wir hatten das dann immer irgendwie hier, ne? Und dann da drauf. Hier, da drauf. Dann kam... Ne, Moment mal. Das muss ich überlegen. Jetzt kann ich natürlich die andere Stelle, kann ich von hier aus nicht sehen. Noch da. Wie war denn das noch? Außen. Dann hier ein oben drauf. Dann müsste jetzt ja eigentlich hier einen Birkenblock hin. Also den wäre ja eigentlich ein kompletter Schwarzeichenblock, den wir ja eigentlich gar nicht gebrauchen können. Das wäre dann hier jetzt ja dann quasi der Gürtel, den wir oben drauf machen würden, ne? Ja. Oh Mensch. Au, Mann, das tut doch weh. So. Genau, und dann wäre das hier eben dann der Gürtel, den wir draufsetzen würden. Also. Genau. Dann wäre das eben hier so. Und dann wieder ein ganzer. Und wieder oben drauf. Genau. Und das machen wir jetzt von der anderen Seite auch. Also, hier haben wir angefangen. Hast du Erde? Ja. Denn ich brauche ich die noch, um den Stall wieder auszudecken. Ja, gebe ich dir gleich. Hier ist ja noch welches drin. Und dann hier drauf. Dann wieder das. Vorne vor. Keine Skrube an. Drauf. Nein. Okay. Bitte? Nix. Und wieder oben drauf. Und dann, genau, dann haben wir nämlich jetzt alles gleich. Dann können wir jetzt nochmal eben gucken. Oben drauf, oben drauf. Jetzt fehlt mir ein einziger Block. So, fertig. Erde. Hier. Okay. Bitte. Genau, und dann machen wir hier nämlich einfach den Gürtel wieder. Zack. Zack. So, genau, das haben wir. Also, das Grunddingensen von Dach steht schon mal. Das ist doch schon mal schön. Und ich denke, wir kommen dann auch hoch genug, damit die Besucher sich hier nicht den Kopf anstoßen. Da habe ich noch ein paar Stufen. Hier muss doch jetzt eins höher, oder? Hast du noch mehr Erde? Ah, nee, einfach nur oben drauf. Noch 45, warte. Ich schmeiß dir die hier runter. Bitteschön. Danke. So. Das passt nicht mehr. Da muss ich mir jetzt neue Sachen holen. Ja. Was brauchst du denn? Nur Dings. Warte. Stufen. Ja, und hier gehen wir dann eins unten und dann wieder oben. Genau, da war ja der Gürtel. Ja, passt das doch von innen ganz gut. Jetzt habe ich gedacht, der Block hier wäre eine Dings, eine Werkbank. Ach so, genau. Der Pflegergang. Ich glaube, das reicht uns nicht ganz. Dann nehmen wir lieber noch ein paar mehr mit. So, dann wieder nach oben. Also den Eingang, Pflegeeingang, müssen wir auf jeden Fall ein bisschen versetzen.
ich die Augentour noch helfen? Ja, du kannst hier die eine Wand da noch fertig machen. Okay. So. Ich müsste, glaube ich, noch eins weiter, ne? Genau. Hier lang. Und du könntest dann eigentlich, wenn du Zeit hast, nochmal ins Lager gehen und noch ein paar Sachen holen. Ja. Genau. Und dann hier eben so. Und da dann, nein, das war zu tief. Eins höher, genau. So, und ich denke, dann fühlt man sich als Besucher auch nicht so, als wenn einem, naja, das Dach hier direkt am Kopf klebt. Dann kann man auch gut gucken. Das finde ich gut. Gefällt mir so. So. Nee, Birkenholz müsste ich mir jetzt gleich nochmal mitnehmen. Nein, ich hab auch Birkenholz. Ja, unten in der Kiste ist doch auch noch, oder? Ja, ich kann es dir bringen. Ah. Dankeschön. Bitte. Was soll ich denn holen? Was habe ich denn jetzt gedacht gehabt? Glasscheiben wären toll. Ah, okay. Einfach nur ganz normale, also keine gefärbten oder so ganz normale Glasscheiben. Ja. Huch. Ach, dass man sich an diesen blöden Stufen nicht festhalten kann. Ach, verdammt, falsch. Falsch gelaufen. Ich muss hier oben lang. So. Ich hoffe, dass ich das Dach dann gleich schon so weit habe, dass du dann hier auch gleich loslegen kannst mit den Glasscheiben. Ja. Soll ich dir noch eine Axt mitbringen? Nein, meine Axt ist in Ordnung. Okay, dann nehme ich mir einmal noch eine Axt mit. Eine Eisenaxt nehme ich erstmal mit. Und dann auch noch gleich etwas zu essen. Noch viel Großkuchen und so. Essen kriegst du im Restaurant. Ja, weiß ich ja. Nein, doch nicht. Doch wieder so. Das ist dran. Ah, so langsam wird's hier mit dem Dach. Dann kannst du tatsächlich gleich schon die Glasscheiben da machen. Hä? Und Licht bräuchten wir noch. Ich weiß nicht, mit was wollen wir hier beleuchten? Ich würde da eventuell diese Laternen aus dem Dings nehmen, aus der Custom NPC Mod. Ich finde die total klasse. Ich glaube, die passen gut in den Stall. Muss ich mal gucken, wie man die craftet. Das weiß ich so aus dem Kopf gar nicht. So. Ach, da liegt noch was. Sammeln hier. Das war wieder eins tiefer. Also die Hälfte vom Dach habe ich jetzt gleich fertig. Ach, cool. Ja, geht doch relativ zügig, der Umbau. Glasscheiben. Da müsste doch hier jetzt eigentlich ein Birkenblock hin. Genau. Nein. Glasscheiben habe ich. Ja, mehr brauche ich momentan nicht. Also ich wüsste nicht was sonst. Fällt da gerade nichts ein. Und das müsste jetzt eins tiefer hier wieder, ne? Also, oder? Nee, wir sind noch nicht tiefer. Wir müssen noch höher. Und hier jetzt in der Mitte, glaube ich.
So. Ja, müsste genau die Mitte sein. So. Ja, genau. Das passt so. Und dann gehen wir jetzt hier wieder eins tiefer. Habe ich noch Stufen? Ja. So. Ich komme gleich runter und zeig dir, wo du das Glas anbauen kannst. Da, wo das andere Glas ist, oder? Ja, komm mal mit. Genau. Ich weiß nicht, wie hoch würdest du das machen? 2 oder 3? 2. 2? Ja. Mach das mal 2 hoch und dann gucken wir mal. Ja. Mama, könntest du mir vielleicht die Behutsamkeitssacke geben? Ja. Ja. Okay. Also 2. Und wenn ich jetzt hier beigehe und wer will was in den Schweinestall werfen, komme ich aber drüber. Also, ich würde es 3 hoch machen. Weil 3 hoch, da sollte man dann nichts, aber nichts drüber werfen können. So. Dann gehe ich wieder nach oben. Auf die andere Seite. Hier. Uah. Vielleicht beinahe untergefallen. Nein. Und wie sieht's mit 3 hoch aus? Oder hast du noch gar nicht, ne? Noch gar nicht. So. Das ist... Hilfe. Ganz schön... mit dem Dach. So. Okay. Das haben wir. Dann geht das hier weiter. Ah. Was habe ich da hinten gepackt, ne? Sieht man aber auch schlecht. Da ist auch einer doppelt. Ah, guck mal, hier kommst du gar nicht 3 hoch. An dem hier kannst du hier das eine Glas wegnehmen, bitte. Danke. Weil da muss ich mit dem Dach lang. Das ist dann nicht so schlimm. Das ist dann aber schon da, okay. Ja, ein Dach drauf. Eben. So, mir reichen auch die Stufen so gar nicht. Nur mal welche machen. So. Das ist ganz schön doof mit dem Glas, ne? Ja. Ja. Man sieht das so schlecht. Das ist wirklich anstrengend, das zu machen. So, das war's. Mehr Stufen habe ich nicht. Aber ich habe das Dach hier fast fertig. So, dann kann man hier mal eben schauen. Du hast dir Zeug verloren. Hier hängt noch eine Scheibe, die müsstest du noch wegmachen. Die hast bestimmt übersehen hier, ne? Ja. Ja, so finde ich es gut. So kann man auf gar keinen Fall irgendwas drüber werfen. Sehen kann man trotzdem ganz gut. Das ist okay. Hier. Genau. Okay, ja, so finde ich es gut. Und dann müsste natürlich hier ja auch noch die andere Richtung gemacht werden. Das. Ah, das ist so dunkel, ey. Das ist echt übel. Okay. Super. Ich hätte fast gar kein Glas. Ich hätte 2 Stacks nicht mal gebraucht. Ja, hier muss ja noch eine Wand ist ja noch, die noch gemacht werden muss. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.